Unser Laden heißt Allesladen, weil alles da ist und es ist für alle. Bitteschön. Wenn jemand aus dem fremden Land kommt, ist er bei mir willkommen. Ich versuche in deren Sprache, guten Tag, auf Wiedersehen, was brauchst du? Er braucht Schuhe in Größe 41. Dass ich das in deren Landsprache sprechen kann, das ist Willkommenskultur für mich. Chelsea? Ja, ich verstehe. Alle freuen sich so, wenn ich frage, guten Tag, und sie, auf Dari, guten Tag, das ist schön. Das ist für mich gastfreundschaftlich. Das macht mich jeden Tag glücklich. Wir sortieren Kleidung, wir nehmen Spenden entgegen und wir geben unentgeltlich diese Spenden an die Geflüchteten weiter. Welche Größe? Ja, Wie du? Ja, ja, ja. Und so oder so? Ja. Nein. Ein bisschen so. Was bekommst du dafür? Ja. Nichts. Doch, ich bekomme sehr viel. Ich bekomme so viel Dankbarkeit und Lachen und in den Arm genommen werden. Und ich bekomme sehr viel Dankbarkeit zurück. Guck mal, da sind ja wirklich tolle dabei. Es geht nur mit Team. Also ohne Team geht hier gar nichts. Mich rufen so viele Menschen an, die was loswerden wollen. Diese Küchenmöbel zum Beispiel, die sind klasse. Warum sollen die auf dem Sperrmüll landen? Wir sind nicht nur Kleiderkammer. Wir sind Beratung, wir sind Lebenshilfe, wir sind Umzugsunternehmen. Ganz egal, was kommt, wo jemand Hilfe braucht, versuchen wir zu helfen. Die ersten Menschen, die hier waren Frauen mit Kindern. Ausschließlich. Man erinnert sich, ich bin selbst Mutter. Die Kinder waren verstört. Es war für alle unfassbar. Ich habe zum ersten Mal geahnt, wie es ist, Krieg zu haben. Ansonsten kannte ich es nur aus Erzählungen von meiner Oma. Das nimmt mit. Trotzdem ist man abends zufrieden, weil man denkt, man hat jetzt was Wichtiges geschaffen. Sita Slow ist für mich einfach Gastfreundlichkeit und Nachhaltigkeit und soziales Engagement. Und genau das sind wir auch. Ich war 28, mein Kind war ein halbes Jahr alt und mein Mann ist gestorben. Und mein großes Kind war anderthalb Jahre alt. Ich weiß, was Verlust ist. Ich weiß wirklich, was Verlust ist. Und deswegen bin ich so empathisch den Menschen gegenüber. Weil ich einfach denke, Leute, wir haben alles. Wir haben alles. Ich bin auf diesen Allesladen stolz. Aus diesem kleinen Schneeball ist eine große Lawine geworden. Die kann keiner mehr aufhalten im Moment.